Oh, so YouTube, hallo hallo und willkommen zu Worker and Resources. Wir spielen weiter. Die Gebäude gleich fertig, 80% und 50%, okay. Ich habe mir mal erlaubt, den Bahnhof zu starten, weil der ja auch gleichzeitig eine Bushaltestelle ist. Dann können wir hier nämlich die Busse ein bisschen anders planen vielleicht. Und die Forschung ist abgeschlossen. Dann können wir da mal weiter gucken und die geologische Karte uns nämlich holen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Und mit den Luftfiltern. Wie können wir die denn installieren? Das weiß ich gar nicht. Haben wir die automatisch drin, weil wir die erfunden haben? Müssen wir die bauen? Wie können wir die einsetzen? Können wir hier irgendwo sagen, Filter installieren? Oder muss ich neue Gebäude mit Filter bauen? Oh, das wäre scheiße, wenn die denn auch noch andere Größen hätten. Aber glaube nicht, oder? 8,2 Tonnen. Wie viel hast du? Steht nicht da, ne? Umweltverschmutzung. Okay, interessant. Hier, 65%. 64%. Ah, das ist das Wasser. Okay, ein Mysterium. Vielleicht müssen wir auch noch weiter forschen. Wie kann man den Technologiebaum aufrufen? Und gucken. Also Stahl haben wir, bis Stahlermüdung, Stahlwerk, Stahlseile für Starkstromkabel haben wir noch nicht, Druckepresse haben wir auch noch nicht, Ingenieurwesen für fortgeschrittenes Ingenieurwesen fehlt noch. Studie zu Beton. Oh, die Studie zu Beton führt zu den neuen Häusern, das brauchen wir. Hier! Nach Luftfilter-Prototyp kommt die Luftfilterinstallation. Nach dem ersten Prototyp kann die Installation der Filter beginnen. Die Verschmutzung der Fabrikschornsteine um 15% nur reduziert. Okay, aber immerhin besser als nichts. Jetzt gehen wir auf die geologische Karte erstmal. Da haben wir das. Oh, und apropos, wir haben das. Wie viel machen wir denn plus? 156.000. Wir haben inzwischen 3 Millionen. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen was mit unserem Strom, oder? Jetzt, wo wir hier Windkraftanlagen haben. 35 Megawatt. Wir importieren wie viel? 3,6 Megawatt. Nee. MW. Und das ist MWH. Also 3600 MWH. Ne? Okay. 3600... Dass das hier ausgegraut ist, weil das Solarwerk nicht ist. 3600 und wir stellen 35 hier, also 100. 100 Windkraftanlagen bräuchten wir. Ja gut, von denen 560. Da bräuchten wir 4. 5, 5, 6. Ja, 6 wären gut. Ist auch echt viel, nicht? Und ein Kohlekraftwerk kann wie viel? 1400. Da bräuchten wir auch inzwischen 2, 3. Okay. Kernkraftwerk kann 4000. Aber das kann doch nicht sein, dass wir 2 Kernkraftwerke jetzt schon verbrauchen. Na ja, gut, warum nicht? Aber wir fangen erstmal an mit einer Windkraftanlage, würde ich sagen. Und die stellen wir. Ah, die braucht eine Straße. Vielleicht hier zwischen? Ich meine, hier bauen wir eh nichts anderes hin. Und wir haben ja doch hier diese Stromhäuschen. Ja, das passt doch wie Faust aufs Auge, würde ich sagen. Dass wir hier einfach mal 3 bauen. Das geht nicht.
Wir müssen noch mal ein bisschen besser machen. Warte mal, wir machen mal eine... eine Führungsstraße vielleicht. Oh, dann wissen wir wegen des Abstandes vielleicht ein bisschen besser. Windkraftanlage groß. Wir richten das hier dran aus. Und die kommt hier hin. So, jetzt wie berechnen wir den Abstand zur nächsten? Von der Straße, von dem Strich bis zu dem Strich. Ist gut, oder? So, und jetzt von der Straße, von dem Strich bis zu dem Strich. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Die in der Mitte könnte vielleicht ein Stück weiter noch, aber okay. Die Millimeterarbeit, die lassen wir. Da habe ich die Straße fast gar nicht gebraucht. Und dann kommen wir hier auch besser rum. Einmal, zweimal, dreimal. Wunderbar. Und dann vom Strom her... haben wir hier einen eigenen Verteiler, den wir da anschließen? Ich würde sagen, ja. Manchmal so nur ein Dreier... Der hier kann auch nur drei. Oder noch so ein Häuschen. Oder den ganz großen. Er wäre ein bisschen zu viel. Ich brauche eigentlich nur den hier, nicht? So. Den hier. Der wäre doch gut. Da ist das Häuschen, was angeschlossen ist. Und falls wir dann noch mehr bauen, bauen wir den nach hier. Vielleicht eher so, aber falls wir da ein Rohr bauen wollen, wäre auch blöd. So. Ja. Dann ran. Und hier machen wir das auf jeden Fall über Landleitung. Die Frage ist nur, kommen wir... Ja, da kommen wir nämlich nicht vorbei. Da ist nämlich das Gebäude im Weg. Ja, das ist zu eng. Okay, das ist ja... Das ist doof. Das habe ich nicht bedacht. Das heißt, auf der Höhe wird es eng. Dann unterirdisch und das kommt doch hier hin. Dann machen wir es halt so. So, da kommt der Anschluss. Ups. Ich würde darauf drücken, an die Stadt und die anderen kommen unterirdisch. Dann ist es halt so. Ah, die schaffen eine 1,85, nicht? Warte mal, ich schaffe gar nicht die... Der schafft 35 MWh. Und du schaffst Megawatt. Okay. Alles klar. Das reicht, nicht? Ja. Selbst die Kleinen dürften reichen. Ja, dann nehmen wir die Kleinen. Oder Kleineren. Muss ja nicht immer das Große sein. So. Dann gehen wir erstmal nach hinten weg bei allen. Weil anders kommen wir nicht raus. Ich wollte unterirdisch machen, nicht? Bei dem würde ich da rankommen, nur nicht da. Dann müsste ich so im Kreis. Oder wir stellen die andersrum. Noch sind sie nicht gebaut. Ja, komm, dann machen wir das andersrum. Jetzt habe ich die so schön aneinander ausgerichtet. Und jetzt dürfen wir es nochmal machen. Aber hey, Übung macht den Meister. Und dann können wir die ein bisschen südlicher setzen.
So, der erste hier. Dann wieder mit dem Strich daran, bei dem Strich Unterkante. Ah, so rum sieht man das schlecht, weil da der Tooltip im Weg ist. Okay, dann sagen wir Tooltip. Auf den Strich. Kann höher. Okay. Ah, man sieht es halt nicht so rum. Okay, das ist blöd. Weiß nicht. An die Straße vielleicht? Weil man, der ist, glaube ich, hier. So vielleicht. Sieht gut aus. So. Der Strich, Höhe, Straße. Ah. Krieg ich nicht ganz hin. So vielleicht. Okay. Und der Tooltip. So. Ist immer ganz praktisch mit dem UI sich so ein bisschen zu behelfen. So, die Verbindungen da sind automatisch weg. Das ist gut. Und jetzt können wir ganz normal mit den Kabeln da angehen. Genau, der zum Beispiel direkt so. Der auch direkt so. Der nicht direkt so. Einer muss ja immer dagegen sein. So. Ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert, aber wir werden es herausfinden. Hier ist noch ein Tanklager. Die brauchen auf jeden Fall viel Stahl. Aber gut, wir haben 3 Millionen. Das sollte passen. Und die beiden Häuser sind fertig. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, es war nicht automatischer Kauf von Leuten an, aber sieht gut aus, weil wir nichts ausgegeben haben. Wir haben trotzdem 31.000 im letzten Monat plus gemacht. Das gefällt mir. Und jetzt müssten auch mehr Arbeitskräfte wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, mehr als 3% auf Dauer. Super, super, super Sache ist das. Haben wir das nämlich auch. Ich meine, hier stehen ja echt viele, aber die werden alle weggeholt. Korn liegt drin. Hier sind wenig Arbeiter. Hier, oh, der ganze Stoff ist weg, weil hier zu wenig Arbeiter reinkommen. Hier sind genug Arbeiter da. Aber die kriegen natürlich auch nicht mehr unendlich viel Stoff rein. Muss man auch aufpassen. Da hängt die Wirtschaft dran. Ah gut, 100 neue Arbeiter kommen. Das heißt, da kommen mehr rein. Das heißt, sie können mehr rausholen. Das ist gut. Das sinkt die Kriminalitätsrate. Die Leute sind glücklicher. Auf Dauer. Und alles ganz wunderbar. So, so, so. Wenn der fertig ist, dann können wir nämlich auch mal die Schienen vorplanen, weil die hier oberirdisch laufen. Funktionieren die nämlich ein bisschen anders. Da müssen wir nämlich mit so einer Brücke ran. Ja, für die Stadt bietet sich eigentlich hier nur die Fachwerkbrücke an. Oder eine elektrifizierte Fachwerkbrücke. Stahlfachwerk oder nur Fachwerk? Nur Fachwerk. Genau. Ah ja, wunderbar. Und da kann man direkt so ran, nicht? Und dann, wir wollen nach links. Ah ja, da muss ich ja nicht mal was machen. Das macht er ja von ganz alleine. Wunderbar. So würde es aussehen. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht ohne weiteres rüber mit den Straßen, aber ich würde sagen, dann bauen wir hier vielleicht einen Tunnel auf der Seite und hier eine Brücke. Deswegen sind die Straßen hier auch noch nicht weiter geplant gewesen. Brücke. Oh, es gibt so viele Brücken.
Die Ziegelbrücke sieht natürlich gut aus, ist aber auch teuer. Geschwindigkeit 62% nur. AG-Geschwindigkeit. Fahrgeschwindigkeit 70. 30, Holzbrücke? Nee. Ziegelbrücke oder Betonbrücke? Plattenbaubrücke? Nee, nee, nee. So eine Stahl... Ah, Stahl ist teuer. Beton oder Stahl? Hm, Bogenbrücke? Ja, bei einer Straße würde ich eher eine Betonbrücke sagen, oder? Vor allem so eine kleine... Aber hier können die Pfeiler 27 Meter. Das ist, glaube ich, hier das Entscheidende. So, 12 Meter bei 85 Meter Länge. Reicht das, um rüberzukommen? Zu dicht dran. Alles klar. Das ist echt... Das habe ich nicht oft gemacht, nicht? Brücken bauen. Bisher. Also nochmal. Vielleicht reichen hier auch 9 Meter. Ne, 12. Okay, 12 Meter bei... 75. Dann kommen wir auch rüber. So. Und jetzt sieht man ein Problem. Das wird nämlich schräg. Und jetzt kann ich die Pfeiler nicht sehen. Das hat schon City Skylines das Problem, dass man das schlecht unter den Hut kriegt. Aber ich weiß ja, 50 Meter passen. Das haben wir eben geguckt. Dann kriegt man es halbwegs gerade hin. Und jetzt wissen wir, 75 Meter... reichen und dann sind wir unten und dann haben wir eine halbwegs valide Brücke. Leider kann man die nicht so schön abrunden. Das fehlt mir halt noch, dass man das so angleichen kann aneinander. So. Ich würde sogar sagen, die können wir auch schon bauen. Oh, wartet. Oh, aber die Brücke selber geht schräg. Die können wir noch nicht bauen. Arr, von der Straße aus. Okay, aber wir wissen ja, was wir bauen müssen. So, 75. 12. Oh mein, können wir auch jetzt hier auf 80 und 12, oder? Ja. Jetzt 50. Und jetzt machen wir auch 80, dann ist es gleichmäßig. So, jetzt ist sie gerade. Zumindest gerade der vielleicht. So, dann kommen wir da nämlich rüber. Und hier wollten wir drunter. Entweder können wir hier direkt drunter. Mit einer normalen Straße. Nee. Hier hinten würde man durchkommen. Dass man dann hier so rumgeht, wäre eine Option. Warum eigentlich nicht? Hätte man hier die drei führenden Straßen in der Stadt. Hm. Ah, kann man machen. Oh, und hier warten jetzt die Arbeiter. Und Schüler und Co. Oh, da müssen wir uns drum kümmern. So, also erstmal der Bus... Nach der 2, der Marienkirche, wird jetzt noch der Bahnhof angesteuert. Und bis auf Arbeitskräfte
dürfen alle einsteigen, nicht? Genau. So, dann ist das schon mal gegessen. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Die zweite Linie, das dürften die sein, genau. Und nach der 2 fahrt ihr noch den hier an und da dürfen nur Arbeiter ein- und aussteigen. Oh, es könnte sein, dass wir da ein paar Busse mehr auf die Linie packen müssen. Aber hier stehen aktuell ganz viele rum. So. Die werden dann auch rausgeholt. Sehr gut. Aber gefällt mir. Das sieht doch schon mal fast modern aus. Arbeitslosigkeit zu hoch. Jawohl. Auf das haben wir natürlich gewartet. Arbeitslosigkeit zu hoch. Ah, die Dinger sind schon gebaut. Dann können wir nämlich jetzt unsere neue Linie eröffnen. Dazu kaufen wir einen Bus. So, und wir brauchen 500 Arbeiter. Ich würde sagen, wir kaufen 3 Gelenkbusse dafür. Klingt komisch, aber ist so. Ich würde es probieren. Prost. Dann warten wir jetzt, dass die Busse kommen. Da sind sie schon. Die wunderbaren Gelenkbusse aus dem Osten. Dann betanken die sich einmal. Und fertig. Und das ist der dritte. Und den lassen wir jetzt von auch der Hauptstation. Da darf er Arbeiter einladen. Ich mache immer noch nicht die Universitätsleute mit rein. Und wir fahren dann nach hier und sagen, alle entladen. Und das ist aber eine Endstation. Klingsi, Klongsi und Linie. Linienabstand starten 1. Starten 2. Starten 3. Und wir sehen, so langsam staut es sich an den Stellen, wo viele vorbeifahren. Dann sollten wir hier auch unterstützend sagen, was Vorfahrtsstraßen sind, und zwar die Autobahn im Zweifel. Ein paar Mal klicken, dann wählt er hoffentlich das richtig aus, aber hier geht er jetzt im Kreis. Dann kann man hier aber so raufgehen und sagen, so zum Beispiel. Und wir sehen genau falsch rum. Ich finde auch cool, dass man noch Stoppzeichen einfügen kann. Ich weiß gar nicht, was das für eine Auswirkung hat, muss ich gestehen. Ich habe das selten verwendet. Es gibt ja sowas wie Unfälle nicht. Das fand ich bei City Skylines zum Beispiel eine nette Idee, dass es dann sowas wie Unfälle noch dazu gibt. Okay, aber hier ist es eine abbiegende Hauptstraße auf jeden Fall. Der Bus hat nicht Vorfahrt, sondern die Straße und hier natürlich die Straße. So, und hier die Autobahn jeweils. Weiß nicht, ob das hierhin auch notwendig wird. Ich denke mal ja. Wir können die leider noch nicht zur Einbahnstraße machen. Für Einbahnstraßen braucht man nämlich Asphaltwege. Das kommt dann aber auch noch alles mit der Zeit.
So wie wir hier auch zum Beispiel nichts setzen können bei den normalen Dingern. Warum ist hier eigentlich... Ah, das ist so ein Verbindungspunkt und den wollen wir ja nicht. Aber ich kann ihn nicht, weil ich Verkehrsschilder gesetzt habe. So. Wegnehmen. Ich kann den auch so nicht wegnehmen. Warum nicht? Ist hier irgendwo noch ein Straßenrest? Normalerweise kann man die ja verbinden, aber geht nicht. Irgendwas stört ihn da. Aber gut, soll es ihn stören. So, Wasserqualität ist hier 93, hier auch 93, sehr schön. Wasser ist auch noch genug da, Zielspeicher sind voll, das läuft nicht leer. Sehr gut. Korn ist genug da. Stoff ist nicht genug da. Okay, it's a problem. Hier fehlt Stoff jetzt. Darauf basiert gerade unsere Wirtschaft, deswegen haben wir 47.000 Minus gemacht. Aber dafür stellen wir jetzt Bitumen und Treibstoff her. Sehr, sehr gut. Dann können wir die da erstmal volllaufen lassen. Da müssen wir alle... Obwohl, ich würde den Treibstoff... weiterhin noch einkaufen... Oder wir müssen ein Zwischenlager hier machen. Stimmt, wir brauchen wieder ein Zwischenlager. Irgendwo in der Stadt, vielleicht hier hinten, wo so Öl hingeliefert wird. Oder am besten am Rand, irgendwo hier. Ja, hier ist schon echt voll. Da müssen nämlich echt viele LKW hinfahren. Vielleicht irgendwo hier? Hier wäre nämlich genug Fahrweg. Da müssen die einmal komplett rum. Na gut, aber andererseits müssen die... Obwohl, wir können das so machen. Ja, ja, ja. Wir können den hier hinsetzen. Den Speicher. Ah, nee, wird zu eng. Vielleicht dann hier. Dann kommen die von hier... Warte mal, die Autobahn kommt hier hin. Dann müsste der hier hin vielleicht. Dann ist der auch zentral. Das ist dann gut von den Strecken. Gut, für die ist es ein bisschen blöder vom Weg her. Aber ich glaube, die fahren ja eh von da alle an. Also es ist egal. Die erste, die wir umstellen können, ist die hier. Die können wir auf jeden Fall umstellen. Und zwar fährst du nicht mehr zum Zollhaus. Genau, sondern du fährst hier hin. Warte, nein. Ach so, hahaha. Okay, dann fährst du dahin und dann fährst du zur Feuerwehr und die Feuerwehr kommt raus und die Feuerwehr entladen 10% und hier beladen das zu 100%. Genau, dann fährt die dahin und dann ist das hier schon mal raus aus der Rechnung vom... den Kostenfaktoren. So, wir haben nur 86 Liter Treibstoff. Das ist jetzt auch nicht unendlich viel. Weil hier halt auch nicht so oft Arbeiter ankommen. Und... Ach so, wartet. Nee, nee, nee. Ich habe einen Fehler gemacht. Das hier verhindert, dass die jetzt nämlich direkt rübergehen. Aber wir können auch sagen, die dürfen hier nicht warten. Und theoretisch müssen die dann rüberlaufen. Okay. Die stehen jetzt immer hier rum und arbeiten gar nicht. Das ist natürlich blöd. Jetzt gehen sie erst rum. Wir haben echt einen scheiß Weg darüber. Aber okay. Wunderbar. Und Bitumen kriegen wir auch. Sehr gut. Und unser erstes Windkraftrad wird heute fertig, hoffe ich.
Da ist es. Und produziert ein bisschen Strom. Okay, 0,06, 0,07 Megawatt bei 10%. Also würde er bei 0,35 Megawatt rauskommen. Okay. Also 35 sind 0,35. Oder was? Jetzt ist er schon bei 100. Na gut, mal gucken wir mal, ob das ja unseren Strompreis senkt. Ich hoffe mal. Jetzt sind wieder mehr Arbeiter hier drin. Sehr gut. Ja. Ich meine, die Arbeiter haben sich auch beruhigt. Ah, hier hinten. Oh, der Hinterhof ist ja automatisch entstanden. Das ist ja krass. Sieht fast gut aus. Kann man hier irgendwas hinsetzen, dekomäßig? Ah, wir können nichts bauen da drin. Das Einzige, was ich hier hinsetzen könnte, wäre wahrscheinlich ein Blumenbeet oder sowas. Weil sich das automatisch baut. Ja, die könnte ich hier hinsetzen. Machen wir aber. Kleine Blumenbeete und dann kriegen die Palmen, sofern Palmen hier hingehen. Aber anscheinend gehen Palmen hier nicht hin. Oder nach dem nächsten Neuladen, nicht? Ist ja immer das Problem bei Baustellen, dass man dann da erstmal keine Bäume setzen kann. Schön. Hier sind halt so viele. Ich glaube, hier kriegen wir nicht genug Leute raus. Ich glaube, die Route müssen wir optimieren. Also die Schüler und so, die passen in den Bus. Weil das hier sind echt große Busse. Die können wie viele Leute transportieren? Aber die hier können nur 40 transportieren. Die müssen von der Route runter. Ja, wir müssen die Route hier verbessern. Da sind alte Busse. Wie viel schafft ihr? 80. Ah, du schaffst nur 40. Du musst ausgetauscht werden. Okay, du darfst noch einmal fahren. Dann kommst du erstmal ins Depot. So, ab ins Depot. Und beim Depot kaufen wir dann entweder einen SKD RTO MTZ, da habe ich mich nämlich verkauft damals. Die haben nämlich andere Kürze gehabt, aber den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder den Nachfolger. Also einen SKD, den gibt es nämlich gar nicht mehr, SKD. Also, den KSM-11 gibt es noch. Der schafft hier 98. Ja, der LKR wäre eigentlich gut. Dann kaufen wir 3 LKRs, würde ich sagen. 4. Und die kommen auf die Route und die anderen dafür nach und nach von der Route runter. Dann ist das ein Tausch, den wir da machen. Und gut ist es. Oh, wir beschleunigen das Ganze wieder. Und hallo Don Öko. Was schafft der Gelenkbus? Können wir gleich gucken. Warte. Muss nur erstmal die Busse hier tauschen. 1, 2. Ich glaube 135 schafft der. Jetzt die richtigen Busse wieder starten lassen. Du hast Arbeiter. Du hast gerade keine Arbeiter. Du kommst runter von der Linie. So, wenn du die Arbeiter weg hast und du die Arbeiter weg hast. So, dann kommst du auch von der Linie.
Und du kommst auch von der Linie. Es ist 135. Genau. Jetzt haben wir auf der Linie neue Busse, 4 Stück. Die 98 Personen schaffen. Und die anderen hier, die haben 80 geschafft, das heißt 18 mehr. Plus ein Bus, der sogar 58 mehr schafft. Ja, besser. Hier wird's leer. Jetzt fahren die natürlich noch stark hintereinander. Hier zum Beispiel, wenn die, man könnte hier einen Punkt hinsetzen, dass die zum Beispiel dann hier so rumfahren müssen. Oder später eine Einbahnstraße draus machen. Wir haben beides Optionen. So, aber es sieht auch mehr nach Stadtbus aus, das Ding. Als diese alten Gurkenbusse. Vielleicht werden wir auch die andere Route mal ausbessern. 200 Leute warten hier. Eieiei. Aber da kommt schon der Gelenkbus. Der wird sich die Hälfte davon wegsnacken. Hallöchen. Ja. Alle in den Gelenkbus rein. So schnell kann es gehen, das Leas. Er holt sich nur 5. Oh oh. Er hat sich die Professoren geholt. Genau. Prozent Arbeitslose. Ja, zur Not holen wir noch einen Bus, nicht wahr? Wie viele Studierte haben wir? 514 inzwischen. Ist eine gute Quote. Und die Schule funktioniert immer noch? Ja. Also man braucht echt nicht so viel Schulen. Ich habe früher mal sehr viel Schulen gebaut. Kindergärte braucht man nur wegen der Reichweite eigentlich viele. Oder haben wir auch nur 2? Stimmt, die hier hinten haben gar keinen Kindergarten, fällt mir mal auf. Okay, und das funktioniert trotzdem. Sehr interessant. Okay, okay. Also man braucht nicht überall alle Gebäude. Das funktioniert schon echt gut. Wenn man Verkehr gut hat. Wir können ja mal gucken. Hier Gebäude. Wo war das hier? Gebäude, Kindergarten. Vielleicht übersehe ich auch einfach nur einen. Nö, 2 Kindergärten haben wir. Und eine Schule. Und das funktioniert. 92% Zufriedenheit. Ins Gefängnis gekommen, okay, das mögen sie nie. Kriminalität deshalb, wurde im Gefängnis erzogen, deshalb konnte keine Kultur genießen. Okay, vielleicht sind die Kulturanlagen überfordert, so ein bisschen. Und Sportanlagen könnten überfüllt sein. Bei den Kirchen, da haben wir 3. Sind eigentlich, gut, die hier hat nur 150. Die sind schon nicht so groß. Also vielleicht brauchen wir hier noch eine große Kirche dann. Ah, die Palmen sind erwachsen geworden. Finde ich gut. Sieht gut aus mit den kleinen und den großen Palmen. Hat was auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall besser aus als die Palmenstraße. Ja, die sind echt zu eng gesetzt. Muss ich mich irgendwann auch drum kümmern. Aber irgendwann heißt irgendwann. So, hier sind 135 Arbeiter drin. Treibstoff wird inzwischen immer voller. Bitumen wird voller. Ah, die müssen von da hinten ranfahren. Okay. Gut, aber da das jetzt hier fix ist, könnten wir auch eigentlich sagen, das müsste gebaut werden. Das Problem ist, der Gelenkbus. Doch, doch. Okay, wir machen das. Und dann sagen wir, wenn wir Glück haben.
So. Ah, haben wir nicht. Da müssen die so rum ranfahren. So. Aber die Straße soll schon mal aus Kies entstehen. So, wir können jetzt anfangen, anstatt Öl einige auch Treibstoff exportieren zu lassen. Ich würde natürlich die alten Fahrzeuge dafür nicht mehr einsetzen. Den hier zum Beispiel können wir noch auf ein Baubüro verteilen. Da zum Beispiel hin. Genau wie die, die kommen auch einfach auf Baubüros verteilt. Da passen zwei rein. Dann fristen die wenigstens nicht ein stummes Dasein, sondern haben vielleicht noch den ein oder anderen Zweck. Ah, okay, wir brauchen hier vielleicht das zweite Studentenwohnheim auch langsam. Oh, die Brücke. Die Brücke wird gebaut. Guckt mal. Das nimmt auch Form an. Ja, schade, dass hier nicht so ein Verbinder zwischen ist. Das wäre halt noch Nonplusultra. Ich weiß gar nicht, was wir hier so großartig hinbauen werden. Und die Gebäude. Wir haben noch 30 Leute Platz, dann brauchen wir wirklich ein großes neues Stadtviertel. Und das würde ich aber hier auf die Seite planen. Weil hier einfach die große Haltestelle ist. Das ist natürlich super praktisch, wenn wir das direkt so vorsehen. Und dann wird es so langsam Zeit, uns um Züge zu kümmern. Also ein großes Stadtviertel noch und dann hier hinten die Zuganlagen bauen. Ich glaube, das ist ein gutes Gebiet dafür. Weil da müssen auch Arbeiter hin. Und da können wir hier ein paar Arbeiter bauen, die dann zum Beispiel nach da oben gefahren werden. Hier noch eine Bushaltestelle hin, hier wollten wir noch einen Einkaufsladen machen. Dann hier vielleicht zwei, drei Häuser. Und die Häuser am besten dann, boah, die Karte braucht echt lange, aus, ja, Plattenbauten. Denk dran, der Schrottplatz braucht immer Nachschub. Du lachst, es gibt einen Schrottplatz in dem Spiel. Also wir könnten eine Verschrottungsanlage bauen und das Auto sogar recyceln lassen. Das funktioniert. Wo ist denn die? Wartung, ich glaube, die ist unter Müll, Recyclinganlage und hier Verschrottung. Verschrottungsanlage groß, Verschrottungsanlage für Schiffe klein groß. Die große kann Flugzeuge verschrotten. Aber solange du eine Werkstatt hast, die die Fahrzeuge wartet, musst du sie ja nicht verschrotten. Also solange die rechtzeitig gewartet werden, funktionieren die Autos ja. Solange du möchtest, glaube ich. Das hier ist 16,16 Jahre alt. Schnappzahl! Prost! Oh. Kontaktlinsen lang genug heute drin gehabt, merke ich. Keine Arbeiter! Was? Wir haben doch gerade hier... Warum ist hier der Abstand?
der Linienabstand gar nicht da. Es wäre irgendwie cool, wenn ihr da mal langsam Abstand reinkriegen würdet. Okay, er kriegt jetzt einen Abstand, weil davor die Dings wert. Ja. Ich wollte Dings verkaufen, nicht wahr? Das machen wir noch. So, Gesamtkapazität. Oh, wir haben schon den ganz großen. 16 Tonnen. Oh ja. Das ist natürlich effizient. Und dann nehmen wir für Öl, glaube ich, den Dings. Wobei der blaue. Nee, orange. Rot. Eigentlich ist Treibstoff rot, nicht? Dann nehmen wir rot für Treibstoff. Dann hole ich von dem mal drei. 100.000 letzten Monat plus gemacht. Wir sind stabil bei 3 Millionen. Finde ich gut. Die Leute sind halbwegs zufrieden. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen drauf gehen. Hinten fehlt zum Beispiel eine Polizeiwache. Und ein Krankenhaus muss hier hin. Genau. Vielleicht machen wir hier Polizeiwache und Krankenhaus hin in diesem Karree. Weil dann ist diese ganzen Einwohner wieder versorgt. Weil der Kleine ist eh überfordert. Da ist das Krankenhaus. Und hier machen wir Krankenhaus mit Helipad hin. Alte Karren saufen zu viel und sind zu langsam, also weg den Müll. Naja, wir haben ja keine Straßen, auf denen du schneller als 60 fahren kannst. Also warum weg damit? Unsere Straßen sind so alt, die sind sogar überwuchert. Erst mit Asphaltstraßen wird das wirklich relevant. Oder wenn du viel Verkehr hast. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir sind ja auch erst 1976, von daher alles entspannt. In den 80ern, wenn wir so weit kommen, dann wird alles besser und anders. Krankenhaus, hier, Notfall. Feuerwache, nee, da, Krankenhaus. Large Hospital, nicht? Das könnten wir bauen. Schon ein bisschen übertrieben large, oder? Oder Krankenhaus, Klinik, Krankenhaus oder Krankenhaus mit Helipad. Oh, das ist ja süß. Da finde ich eigentlich realistischer. Hier passen 150 Leute rein. In die große da hinten passen 90 rein. Ist eine gute Erweiterung. In die hier passen 450 Leute rein, 90 Ärzte. Ja, das ist ein bisschen sehr viel. Ich glaube, also eins mit Helipad hier wäre schon stark. Am Bahnhof ist eh egal, ob laut ist oder nicht. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Ich mache erstmal Test. Der Weg geht nur so. Okay. Die Straße ist auch nicht gerade, nicht wahr? Wir hatten die gebaut von euch schon wieder. Habt doch alle was getrunken, ich sehe es doch. So, das wäre der früheste Abstand, den wir kriegen könnten. Ich glaube, doch, da kriegen wir das Krankenhaus ran. Wow. Warum nicht? Ich will es jetzt noch nicht bauen lassen. Wir sehen es erstmal nur vor. Nicht, dass die hier gleich losstürmen. Und sagen, oh, neues Krankenhaus. Und die Forschung ist abgeschlossen. Und ich würde auch sagen, damit die Folge für heute. Bis dann.